dein Auto hängt hier, was machst du denn hier? Ja, fahr einfach geradeaus. Fahr einfach zu den Links, bitte. Gib einfach den Mission ab, fahr einfach durch. Weil bei meinem Auto, ich komme da so schon nicht mehr ran, ich muss mich jetzt auf dich verlassen. Gib Gas, Jung! Dafür spielen wir auch zu zweit. Ne? Wow, ja. Turbo in der Kurve ist ganz schön kompliziert. Oh. Du müsstest es schaffen. Ich bin schon dort. Ich bin schon in Overlock. Jetzt muss ich zu Tussi, ne? Nee, musst irgendwie zum Briefkasten oder irgendwie so. Das ist dann eine komplett andere Missionsreihe. Ach, hier unten. Das nenne ich unverdorbene Gliedmaßen. Gut gemacht. Arm Argeton. Ach, jetzt verstehe ich die Arme. So, und nu? Du hast es geschafft. Das ist aber fein. Was sagt die Uhr eigentlich? Bei mir ist noch so ein Ausrufezeichen. Also da ist irgendwo eine Quest, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ja, ich habe hier ein Fragezeichen. Ja, das kannst du mal nicht abgeben. Verdoppelt wurde. Glückwunsch zu Ihrem zweiten Fläschchen Aspirin. Schon wieder? In der Belohnung. Es gibt so einen Spruch von wegen Arm ausreißen, damit man lachen muss. Komm jetzt nicht drauf, aber ich werde bestimmt lachen bei dem Geld, das ich damit verdiene. Ach, schon wieder eine Herausforderung. Das ist ja langsam langweilig. Hier ist noch ein Verlassen zu dir Dust. Bist du da gerade hin? Oder ist das die Mission, die du ausgewählt hast, ne? Clankrieg habe ich ausgewählt. Den Krieg entfachen. Ist wieder eine Questreihe. Aha. Ich gehe zu Ellies Garage, steht hier bei mir jetzt. Ja, ja. Aber ich will vorher zu dem Ausrufezeichen. Ja. Ja, jetzt sehe ich es auch auf der Karte endlich. Ach. Ich habe mich eben gewundert, warum das Auto nicht fährt. Ich habe wieder im Geschützturm gesessen. Alles Liebe zum Muttertag für die beste Mama, die einmal. Ah, du hast es gefunden. Aber freu dich nicht zu früh. Dein Geschenk habe ich mit meinem Faustabdruck eingeschlossen. Das kannst du erst aufmachen, wenn ich heimkomme. Ich gehe jetzt erstmal Henry, dem Stalker, die Eingeweide rausreißen. Bis nachher. Henry, der Stalker. Ah! Oh! Ich kann dir jetzt nicht helfen. Ja, das ist gut. Bis ich bei dir bin, bist du. Ah, du lebst wieder. Das heißt, du kämpfst da irgendwie, oder was? Ja, wir müssen jetzt Henrys Bauer erstmal finden. Ich hab hier eine Markierung, direkt da, wo ich bin. Na, ich muss jetzt mal hinkommen. Das ist hier unten drin. Bist du noch bei einem Auto? Ja. Ich bin jetzt aber gerade runtergehüpft. Zu weit. Ah, du kannst da hinspawnen. Hab ich ja gemacht. Boah, das ist aber ein bisschen weit weg. Nee, du musst nach Overlock. Mein Auto stand in Overlock. Ja, ich wusste nicht, ich hatte ein Fahrzeug 1 und Fahrzeug 2. Ich habe jetzt einfach mal gut Glück, Fahrzeug 2, das war das Falsche. Ich glaube, ich habe was getriggert. Und was irgendwas ausgelöst. Ja, ich wollte da wieder weg. Korrosionswaffen mögen die auch nicht, ne? Ja, mach schon mal. Ich habe hier noch meine Geheimwaffe. Nachladen. Überfall, Stalker. Hier gibt's Geld. Noch ein Schild zum Verkaufen. Ach, hier hinten muss ich hin. Ich habe so ein kleines Rhombus. Ach, hier oben. Henry. Henry, du bist aber hässlich. Oh,
Oh, erstmal den Schild runterkriegen. In der Zwischenzeit kriegt er mich runter. Kann doch nicht mein Geschütz werfen. Wo ist er? Henry, wo bist du? Ich glaube, das ist nicht ganz die passende. Ja, ich bin auch da. Das ist schön. Zwei Henrys. Wie soll ich das schaffen? Ich brauche eine Waffe, die Schilde durchdringt. Aber das mag er auch nicht. Hey! Guck dir mal diese feige Sau an. Das bist nicht du. Du stellst dich den Kämpfen. Meistens. Jetzt ist der da oben hin. Ah, er kommt. Nee. Da. Nee. Da reicht die Munition. Muss bloß nachladen. Du hast mir gesagt, dass das so kommt? Henry, wo bist du? Ich meine natürlich den anderen. Ach, da. Schön weit aufmachen. Au, au, hau ab. Ich muss meinem Freund helfen. Oh, jetzt hast du ihn getötet. Alles klar. Ich hab nicht getötet, ich hab gar nicht geschossen. Na, aber mein Geschütz nicht. Wahrscheinlich. Ah, das macht nichts. Ich hab dich doch schon. Oh, Iridium. So. Dann haben wir das auch erledigt. Hier ist noch ein bisschen Lebensenergie. Hier ist noch ein Medipack hier oben bei mir. Ah, du brauchst das nicht. Gut. Heilst du auch von alleine? Du? Ja? Herr Kedos, heilen Sie auch von alleine? Passt schon. Was war das jetzt hier? Ach, das war das Geschenk. Hm. Was war da drin? Ich hab's ja jetzt nicht gesehen. Und was für ein Schild? Wenn Anrempeln falsch sein soll, will ich gar nicht recht haben. Und warum gibt's das jetzt nicht wieder für beide? Das sind immer so Sachen, die ich dann nicht will. Ach doch, ich hab's hier. Wenn Anrempel falsch sein soll, will ich gar nicht recht haben. Wenn es aufgebraucht ist, verursacht es Nahkampfangriffe. Zusätzlich räudigen Schaden. Aber ich behalte meine Supernova. Hast du das ausgewählt? Hä? Hast du ja, für mich ist das ja gut. Na gut. Ach du heilige Scheiße. Was denn? Oh mein Gott. Wir haben noch 1000 Missionen, ich weiß. Nein, nein, das nicht. Ich bin gerade mit meinem Handy einmal. Mein Handy hat so vibriert, nicht so zu gucken, was. Ja, Lovu. Ich gehe auf Lovu. Fragezeichen finde dich attraktiv, wie so Profil freischalten. Und dann habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Was ist denn Lovu? Oh, das ist so eine Trans-App zum Leute kennenlernen, so. Ach du großer Gott. Was also, du machst. Ja, du musst ich das nicht alles mitmachen. Ich hab mich da angemeldet und geh da so mal so immer alle 3 Tage rein oder so, aber ich mach halt nie was. Ich poste da keine Fotos, ich chatte da nicht irgendwie oder so. Ist überhaupt ein Bild von dir gepostet? Ja, mein Profilbild, aber davon abgesehen nicht. Achso. Ja, weißt du, sonst bin ich da, ich existiere da gar nicht, ne? Aber irgendwie mein Profil ist da trotzdem, weiß ich nicht. Das war das wieder? Das? Weißt du das? Ja. Ach so, ja, ich bin gegen meinen Popschutz gekommen. Mit der Hand, weil das liegt halt so. Dieser Knick vom ja, Popschutz. So. Der liegt halt in Reichweite meines Ellenbogen, nicht Ellbogen, sondern meiner. Meine Elle, goddammit. Wie sitzt du denn davor? Ich hab das Ding direkt vor meinem Mund, das Mikro. Ja, nö, ich spreche so in den Raum rein. Ja, deswegen bist du auch so leise. Das Mikrofon verliert extrem an Empfindlichkeit, wenn man weiter weg ist. Das ist aber gewollt. Weißt du was? Also jetzt stelle ich mich mal direkt davor. So nee, nehme ich vor laut New Vegas zum Beispiel auch auf. Besser? Ja, das wäre jetzt... Nee, jetzt bist du viel zu laut. Na, dann stelle ich mich wieder zurück. Deswegen muss ich dich immer so laut stellen. Du bist auf 12 dB im TS. Plus 12 dB. Schnapp dir den Sprengstoff und die Familienwappen. Die Wappen findest du auf dem Schrottplatz.
mein Plan. Du begibst dich auf Hodunk-Gebiet, machst dein Ding, damit meine ich eine Menge. Ach, jetzt müssen wir da hinten hin, ne? Nee. Oder? Hier hinten gab's noch Missionen, also auf der Rückseite von ihrem Gebäude. Sprengstoff allein tut's da nicht. Wir brauchen die Wappen von beiden Familien. Also es gibt zwei Familien irgendwie. Ne? Ja. Ja. Es gibt die Hodak und die Zarfort. Ne? Das sind zwei Mafia-Familien, sag ich jetzt einfach mal so. Du hättest gar kein Auto nehmen brauchen, da kommen wir sowieso nicht mit dem Auto durch. Das sind zwei Clans so gesehen, ne? Ja. Die sich gegenseitig. Nur mal ganz kurz, der Typ da auf der Rampe hat auch noch Missionen, ne? Die Hodangs haben das als Wappen gewählt, nachher. Weil sie auf Na, erzähl weiter. Stehen. Und sie stehen auf der Reviver, weil sie Schlappschwänze sind. Ah, das Wappen der Sephiroth ist der Klee als Glücksbringer, was eine ziemliche Ironie sein wird, wenn wir mit ihnen fertig sind. Und Ellie möchte halt, dass die beiden sich gegenseitig bekämpfen. Damit sie sich ihre Autos zerstören, damit sie in der Garage Arbeit hat. Also eine Ellie-ABM. Also eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Jetzt müssen wir weiter weg. Über die Rampe! Komm! Feuer! Ja, ich hab gekotzt in mich rein. Sie sind ja schon da. Was war das schon wieder? Ich hab mein Handy weggeworfen. Mach das nicht. Ich hab auf mein Handy geguckt und hab dann so gemacht. Deswegen mache ich gerne Spracherkennung auch rein, weil ich sonst den Scheiß nicht mache, wenn man hört. Weißt du? Ja. Wir sollen auf Abstand gehen. Ich meine, ich muss nur so machen. Und du hast es gerade bestimmt gehört. Ja. Oh, das bringt ja gar nichts. Wir haben ja bessere Waffen, als da Bordgeschütze dran sind. Oh, die muss aber mal nachladen. Lad nach! Die hat aber auch gute Waffen. Aua! Hast du schon, ja, ne? Nee, doch, weiter weg. Aufwachsen, die ein Baby eher fressen würden, als es aufzuziehen. Und dann befahl Jimbo Moxie eines Tages, ist das so schlimm? Oder sie würden mich zur Clan-Frau für alle machen. Aber sie hat sich geweigert. Also das mit dem Baby auffressen. Schöne Erinnerung. Warum gehst du nicht zur Holy Spirits bei der Nähe von Overlook und jagst auch ihren Mist hoch? Also jetzt haben wir gerade sozusagen irgendwie Eigentum der Hovark zerstört und halt dieses Logo von den anderen hinterlassen lassen. Ja, und jetzt geht's hier weiter. Genau. Zu Fuß? Nee, ich bin aus Versehen ausgestiegen, weil ich anstatt auf WASD auf RDVG war. Weißt du? Das passiert mir auch manchmal. Das nervt. Das fand ich mir so geil. Da, haben ich, Julian, war das Felix, Kai, Jan und Nick Tabletop Simulator gespielt. Ja. Und wir dann so gerade gespielt, ne, so bla bla bla. Und ich so, scheiße, wie macht man das so, ne? Und meine Zeit lief so ab, ne? Ja. Und ich so, scheiße, wie mache ich das? Und Kai dann so, drückt Tab, vertrau mir. Drückt Tab einfach, weißt du? Obwohl wir halt gegeneinander gespielt haben, ne? Ja. Ich glaube, Uno war das. Und ich dann so, Zeit läuft ab. Und ich so, Mann, ich hab Tab gedrückt, ich hab Shift gedrückt. Ach, da musstest du eben dran denken. Ja. Das fand ich auch. Ich bin total ausgerastet, weil ich das nicht. Ich hab noch gespielt. Ich bin total ausgerastet, weil ich das nicht hinbekommen hab, so weißt du? Ich so, Mann, ich hab dort hab. Oh, ich hab Schiff. Nicht so laut, nicht so laut. Ja, aber das ist immer so geil. Ja. Das ist das Hauptquartier der Sith. Es gibt eine todsichere Methode, die Sithorts zu ärgern. Vernichte ihren Alk. Platziere diese Sprengladungen an der Brennerei und geh in Deckung. Ich geh in Deckung! Seiten nur gegeneinander ausspielen und abwarten, wer übrig bleibt. Das wird ein Spaß. Ellie, was soll es da draußen
Alter, guck dir mal das Logo an. Ist das ein Hodunk-Wappen? Aha. Diese Bastarde haben den Waffenstillstand gebrochen. Ihr habt doch gar nicht geguckt. Er klingt angepisst. Er hat bestimmt schon einen Plan, wie er es den Hodunks heimzahlen kann. Dafür wird er jemanden wie dich brauchen. Ich rufe alle Waffenträger auf, mir zu helfen, die Hodunks auszulöschen. Ich zahle mit Blut, Schnaps und Patronen. Auf zur Holy Spirits Bar. Hyperion verkündet stolz, dass ihre zweijährige Lieferung an Medikamenten verdoppelt wurde. Glückwunsch zu ihrem... Ja, haben wir mal einen Krieg einfach, ne? Erinnert mich an diese Call of Duty Modern Warfare 2 Mission. Weißt du noch? Den Member, nur Rasche. Weißt du, am Flughafen in Moskau? Weiß ich gar nicht. Ach, doch, stimmt. Wo man in der deutschen Version nicht auf Zivilisten schießen durfte. Ja, was by the way ziemlich doof ist in dieser Mission. Guck mal, sitzt sie bei dir hier auch im Tisch? Die sitzt bei mir im Tisch. Ja. Guckt mich an, hängt mit dem Arsch in der Luft. Als ob nichts ist. Ganz ehrlich, es ist gruselig, wenn du mich so anstarrst. Und meinst du mir, dass es gruselig ist, wenn ich sie anstarre? Das passt. Oh, das brauchte ich. Den Bastard gesehen, der meine Brennerei zerstört hat, oder? Ja, hab ich. Steve! Ich hol dir einen Drink. Hier ist Steve! Hallo! Kennst ihn? Nee, du kennst ihn nicht mehr aus Borderlands 1, ne? Hast du bestimmt schon vergessen. Ja. Hast du jetzt hier irgendwas angenommen? Nee. Na los, red mit ihm. Nee, ich will dir das zuerst erzählen mit Steve wieder. Ja, erzähl. In Borderlands 1 gab es doch diesen... es gab in Borderlands 1 halt Steve. Denn da musste man irgendwie zu so einer Brücke gehen, die halt oben war. Und Claptrap kannte da bei jemanden, der dir die Brücke runterlassen kann. Und das ist Steve. Ach, das und war Steve. Und Steve kann halt nicht reden. Er sagt die ganze Zeit nur Ayo. Also immer wenn du ihn anlabst, sagt er nur Ayo, weißt du? In Borderlands 1. Ne? Ja, hier auch. Das sagt er sogar, während er trinkt. Der wurde halt so gefeiert, ne? Dass, als sie halt Borderlands 2 gemacht haben, da haben die halt so eine mehrteilige Episode gedreht, also sozusagen, ne? So aus Spaß, so gesehen. So eine Filmdoku, so behind the scenes, wie Claptrap sozusagen die ganzen Regieanweisungen für Borderlands 2 hebt und sowas, ne? Ja. Und da ist Steve dann halt auch, weil der halt so von der Community geliebt wurde, ist da Steve dann auch dabei, ne? Da irgendwie sagt Roland irgendwie schon wieder zwei Sätze falsch und dann so Claptrap, oh Steve, kümmer du dich drum, ayo! Und dann geht er einfach nur ran, stellt sie vor die Kamera, ayo! Perfekt! Das nehmen wir! Du weißt. Du hast dich eben übersteuert. Ja, aber trotzdem, ich liebe Steve und ich finde das so geil, dass er wieder hier drin ist. Ich glaube, der ist sogar im Pre-Sequel, ich weiß das jetzt aber nicht genau. Ja, da haben wir ihn aber nicht gefunden. Ja, ich liebe Steve. Ayo! Kannst auch am Teddy, am Stuhl drehen. Beim Teddy. Hast du ihn jetzt das angenommen? Ja. Hilfst du mir, die Hodunk-Bastarde am Arsch zu kriegen? Gut. Klar. Wenn es etwas gibt, das sie mehr lieben, als ihre Schwestern flachzulegen, dann sind das Autos. Ich möchte, dass vielleicht du ihnen ihr Rennen vermasselst. Komm in meinen Keller. Vielleicht. Du bist auf der richtigen Seite in diesem Krieg, Freund. Vor Ewigkeiten ertränkte ein Hodunk ein paar Seffert-Jungs im Bach. Nachdem ein Ex-Hodunk vor einigen Jahren meinen jungen Lucky getötet hat, haben wir einen Waffenstillstand geschlossen. Aber durch den Vorfall bei unserer Brennerei wurde der Krieg neu entfacht. Ich verfolge ihn. Auf Schritt und Tritt. Da geht's in den Keller. Oh, was sehen meine entzündeten Augen? Ja, da habe ich vorhin Geld reingeschmissen und dann hast du einfach auf Reise getippt. Ich hätte fast 8 Iridium gewonnen. Ja, ja. Ich habe gesehen, da war gar nichts. Ich gehe mit ihnen in den Darkroom. Ich mach zu. Geht nicht zu, scheiße. Reise gut und nimm das Dynamit. Bin auf Medikits gestoßen. Also, ab mit dir nach The Dust. Ich bin oben in der Bar, falls du mich brauchst. Waffen.
Oh, ich habe so viele Schilde wieder aufgesammelt. Ich bin ein Schildsauger. Ah, das war, glaube ich, nicht so gut. Es ist schon... Dachtest du, ich falle darauf rein? Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein Richter bin. Was ist das denn? Worauf reinfallen? Ach, hier gibt es was für den Psycho. Beim Krankendings, weil du gemacht hast. Erst war das Geräusch, das was explodiert. Ah, hier liegt Geld, das nehme ich mir mal. Ich habe dafür was reingeworfen. Hat aber nicht viel Glück gehabt. Alter, hättest du jetzt den Highscore, ne? Ja, warum, was wäre denn? Ja, wäre ich so ausgerastet. Oh, schon wieder so knapp. Oh, Alter. Das kann... Alter, das... Oh, Alter. Mein Herz bleibt einfach kurz stehen. Ist nicht gut. Ich muss bald auf die Kardiologie, ey. Du hattest jetzt dreimal hintereinander einen vom Highscore entfernt. Tja, das nützt aber nichts. Man braucht alle. Woran sieht man das eigentlich? Ja, dieses Borderlands-Symbol ist Jackpot. Ach so, weißt du? Wieder, guck. Da habe ich doch in Borderlands 1 habe ich einen Jackpot gehabt, falls du dich noch daran erinnerst. Ja, du hast so oft gespielt. Ja, deswegen. Und ich hatte einmal den Jackpot und da bin ich so... war ich das so happy. Weißt du es nicht mehr? Bin da zwei Folgen bestimmt die ganze Zeit nur durchgedreht. Jackpot! Jackpot! Oh. Alter, ich glaube, der eine Typ verkauft Drogen. Diese Schlange. Oder ist es die Schlange vom Männerklo? Oh. Guck dir das mal an. Glücksspiel kann süchtig machen. Ja, ich habe jetzt andauernd hier, jetzt eben hatte ich drei Kirschen, davor hatte ich 3 7. Kaum bist du da, verlässt mich mein Glück. Ich will dir die Schlange vom Männerklo zeigen. Oder ich bin ja der Meinung, dass der Typ Drogen hat. Ah, Geld nehme ich noch mit. Die Schlange vom Männer. Warte, ich muss mal schnell Platz machen, dann gucken wir uns das mal richtig an. Wenn man Stil hat. Wenn man einen Stil hat? Wozu braucht man eine Approbation, wenn man einen Stil hat? Das habe ich schon. Stil hat. Wenn man einen Stil hat. Ja, ich weiß. Wenn man einen Stil hat. Willst du einen Eisstil haben? Er braucht eine Approbation. Ich meine den anderen Stil. Die waren aber vorhin nicht da. Was macht ihr denn da? Das sieht so komisch aus. Du, die machen hier was ganz anderes. Herr Kedos guckt sich das genau an. So, Herr Kedos, wollen wir jetzt noch was Sinnvolles machen oder? Oder wollen wir noch in der Bar verweilen? Bis zur nächsten Folgen-Session. Lass uns an der Bar uns betrinken. Ja, das machen wir jetzt. Das haben wir beide verdient. Ich werde nochmal den Teddy drehen. Ich werde nochmal mit Steve drehen. Teddy drehen. Teddy dreht nicht so schnell. Das ist Judy Jenkins. Oh mein Gott. Da habe ich dann alles gedacht in dieser Bar. Wo ist Jilly? Wer ist denn Jilly Jenkins? Jimmy Jenkins. Ach, Jimmy. Hier. Ach, der ist ja nur auf dem Bild. Ja, es ist, gibt so ein Internet-Meme. Aha. Also so ein World of Warcraft Raid mit irgendwie 10 Mann oder irgendwie so. Und der Captain macht da so voll irgendwie so den Plan, so ja, hier, bla bla bla, so, ne, League of Legends, so halt World of Warcraft scheiße, ne? Hm? Und der eine dann so, yeah, fuck this plan, I go in. Leroy Jenkins! Ach so. Und läuft dann einfach rein und shit natürlich instant, ne? Muss ich dir mal irgendwie das Video zeigen, ich glaube, das hat sogar 100 Millionen Views oder irgendwie so auf YouTube. Ach so. Der hab echt dann alles gedacht. Na gut, dann machen wir jetzt hier ein Stöppchen und dann haben wir ordentlich Völkchen für die nächsten Tage. Das ist doch was. Und morgen machen wir weiter und dann können wir vielleicht auch wieder jeden Tag was freischalten. Stimmt, morgen habe ich auch nochmal Zeit. Donnerstag habe ich auch noch Zeit. Ja, wir machen jetzt aber eine Pause, wir haben dann noch was zu besprechen. Na, okay. Geheim. Vielleicht habe ich auch morgen nicht Zeit. Ist morgen eine Beachparty in Warnemünde mit den Push-Brüdern. Mit ihm. Push-Brüder? Ja, Nico und Tom Push. Achso. Oh, ich hab eben auf so ein... Ich hab eben auf so ein... Was ist denn? Der Alarm von dem Typen gerade gehört. Ich hab einfach random so einen Typ angesprochen und dann so, ich bin voller
Was hat er gesagt? Ich bin voller Stolz und Tomatensauce, hat er gesagt. Ja, diese kleinen Gags sind genial. Und die gefallen mir in Borderlands 2 noch bald besser als bei Pre-Sequel. Ich bin voller Stolz und Tomatensauce. Ja. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Stopp, ne? Sag mal tschüss. Gott, wäre ich nur Kammerjäger. Wenn ich Leute in die Fresse schieße, komme ich höchstens in... War klar. Tschüss. Denn Kammerjäger...